1912 revolutionierte Henry Ford die Industrie, indem er das Model T auf den Markt brachte. Revolutionär war allerdings nicht das Auto selber, sondern die Art und Weise, wie es hergestellt wurde. Am Fließband und ohne jegliche Individualisierung. 100 Jahre später haben wir diese Technik weiter perfektioniert. Wir sind extrem gut darin geworden, massenhaft viele Produkte auf die exakt gleiche Weise herzustellen. Das geht schnell und ist vor allem günstig. Aber was macht man, wenn man nur einen einzigen Prototypen oder ein Modell von etwas herstellen will? Große Maschinen zu bauen, die nur eine Art von Gegenstand herstellen können, rentiert sich erst, wenn man auch tausende Gegenstände produziert. Individuell, aber trotzdem schnell und günstig. Dafür sind 3D-Drucker bekannt und genau diese Eigenschaften sind der Grund für den schnellen Vormarsch der 3D-Drucker in den letzten Jahren. Welche verschiedenen Technologien es gibt und wieso 3D-Drucker auch für euch eine tolle Erfindung sind, erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen bei What's On! Das Prinzip eines 3D-Druckers kennt inzwischen fast jeder. Mithilfe einer Düse wird ein Material, oft geschmolzener Kunststoff, auf einer Plattform verteilt. Sobald das Material abgekühlt ist, wird eine weitere Schicht über die erste gelegt. Schritt für Schritt wächst so jedes nur erdenkliche Objekt in die Höhe, bis es fertig ist. Dann muss man es nur noch von der Plattform lösen und eventuelle Stützstreben entfernen. Das ist die bekannteste und günstigste Methode des 3D-Drucks. Und obwohl sie für viele Gegenstände vollkommen ausreicht, gibt es ein paar schwerwiegende Nachteile. Zum einen sorgt das stückweise Aufschichten je nach Qualität des Druckers für spürbare und sehbare Rillen in den gedruckten Objekten. Zum anderen führt diese Methode aber auch dazu, dass es wichtig ist, in welcher Richtung das Objekt gedruckt wird. Übt man Kraft entlang der Rillen aus, so bricht das Objekt viel schneller. Aber 3D-Drucker sind ein bisschen so wie Autos. Es gibt viele verschiedene Arten und Modelle und alle haben ihre Vor- und Nachteile. So zum Beispiel auch das Liquid Printing. Erstmals 2015 bekannt geworden, funktioniert das Liquid Printing, wie der Name schon sagt, mit einer Flüssigkeit. Ein Projektor strahlt nun Licht im ultravioletten Bereich von unten durch die Flüssigkeit und trifft genau dort auf die Plattform, wo das Objekt entstehen soll. Mit kontinuierlicher Geschwindigkeit bewegt sich nun die Plattform nach oben, während das Objekt unten entsteht und erhärtet. Das hat den Vorteil, dass der Prozess schneller abläuft und dass es keine einzelnen Lagen mehr gibt, nur ein durchgängiges, dreidimensionales Objekt. Wer noch schneller drucken will, benutzt Rapid Liquid Printing. Hier wird die Düse des 3D-Druckers durch ein Gel gezogen, während der flüssige Kunststoff in das Gel hineingespritzt wird. Der große Vorteil, man kann direkt dreidimensional erschaffen, was man erschaffen möchte, ohne dass man auf die Effekte der Gravitation achten muss. Viele andere Methoden des 3D-Drucks erfordern zum Beispiel Stützstrukturen, damit die Gebilde während des Drucks nicht in sich zusammenfallen. Beim Rapid Liquid Printing nicht und so können große Strukturen in gerade einmal 5 Minuten entstehen. So gibt es für jedes Problem eine eigene Anwendung. Ihr wollt ganze Häuser bauen? Klar, kein Problem. Autos? Schon passiert. Ihr wollt mit Metall drucken? Auch das ist möglich. Mit Pulver, das von Lasern an den richtigen Stellen geschmolzen wird. Sogar Herzen und andere Organe könnten bald zusammen mit Stammzellen gedruckt werden. Wir leben wahrhaftig in der Zukunft. Beliebt sind 3D-Drucker gerade in der Maker-Szene. Hier werden individuelle Projekte ganz frei nach Schnauze gelöst. Ein Schema F gibt es nicht. Und das macht den flexiblen 3D-Drucker besonders wertvoll. Auch interessant ist der neue Futurecraft 4D von Adidas. Ein Turnschuh, der individuell auf deinen Fuß angepasst ist und hier in Deutschland gedruckt wird. Massenindividualisierung nennt sich das und ist noch recht teuer, aber für Menschen mit seltenen Schuhgrößen bestimmt ein Segen. Besonders cool finde ich persönlich ja die Möglichkeit, elektronische Geräte drucken zu können. Dies funktioniert mit 2 Düsen. Eine für die Basis, die meistens aus Plastik besteht, und eine für den Schaltkreis, der oft mit leitfähiger Tinte aufgedruckt wird. Die Technologie wurde erst vor 2 Jahren auf den Markt gebracht. Aber vielleicht kann man damit irgendwann ganze Smartphones drucken. Das würde zwar bei Stückzahlen in Millionenhöhe überhaupt keinen Sinn ergeben, kann aber beim Designen hilfreich sein. Das Gerät mit den richtigen Proportionen selber in der Hand zu halten, ist eben doch etwas anderes, als es auf dem Computerbildschirm zu sehen. Die Möglichkeiten von 3D-Druckern sind also beinahe endlos. Zumindest wenn es nicht um Massenfertigung geht. Wir stehen aber erst ganz am Anfang dieser Technologie. Was noch alles möglich sein wird und welche Bereiche unseres Lebens durch 3D-Drucker verändert werden können, ist heute noch gar nicht abzusehen. Das hat viele Vorteile, weil wir zum Beispiel in der Medizin vielen Menschen schneller helfen können. Aber auch Nachteile. Inzwischen kann jeder, der möchte, im Internet Pläne für funktionierende 3D-gedruckte Waffen herunterladen. Was meint ihr? In welchem Bereich werden 3D-Drucker in der Zukunft am meisten verändern? Und was würdet ihr euch am liebsten ausdrucken?
Schreibt es mir unten in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Und wenn euch interessiert, wie man seinen Körper als Batterie nutzen kann, dann kommt auch nächste Woche Mittwoch um 17 Uhr wieder vorbei, wenn es wie immer das nächste Video gibt. Dazu abonnieren, um das nicht zu verpassen. Und ansonsten bleibt neugierig, euer Cedric.